Großbauer. Bitte. Und die Kultursprecherin der ÖVP, Maria Großbauer, ist gleich am Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Vizekanzler. Die Kultur gehört zum Menschen, die Kultur macht uns zum Menschen. Dieses Zitat hat die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer bei ihrer ersten Antrittsstatement gemacht. Und ich möchte das teilen und auch zu 100% unterstützen und unterstreichen, diese Aussage. Sie hat auch in ihrer Funktion, in ihrer letzten Funktion als Kabinettsdirektorin beim Bundespräsidenten hautnah miterlebt, wie wichtig die Kultur, wie wichtig das Kulturland Österreich weltweit angesehen ist. Wir haben schon gehört, das Budget ist erhöht worden und selbstverständlich wissen wir, dass wir wesentlich mehr benötigen werden als das veranschlagte Kulturbudget, um das international berühmte, anerkannte, beliebte Kulturland Österreich weiterhin an der Spitze der Welt zu sehen. Für die Kultur selbst, aber natürlich auch für unseren Tourismus. Kollege Trotzter und Bibi Langstrumpf, Kollege Reifenberger, ja, trotz Corona ist natürlich der Beschluss dieses Budgets ganz wesentlich, wie Sie wissen, damit nämlich die finanzielle Absicherung für viele Maßnahmen und Projekte der einzelnen Ressorts auch abgesichert ist, auch die Handlungsfähigkeit der Ressorts natürlich auch.